Ein Abenteuer wird's jeden Tag geben. Ich hab viel Spaß und stets was zu lachen. Sei doch dabei, wenn wir Streiche machen. Hallo, hier bin ich. Alle Kinder kennen mich. Der kleine Nick ist frech und lustig. Hallo, hier bin ich. Ich bin der kleine Nick. Der Rugbyball. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir könnten noch Murmeln spielen, bis es läutet. Ach, nicht schon wieder. Wie wär's mit Fußball? Genauso öde. Außerdem haben wir keinen Ball. Hey, Jungs, ich hab einen Ball. Hä? Sieht eher aus wie ein Riesenei. Du hast ja keine Ahnung, das ist ein Rugbyball. Genau, und beim Rugby wird der Ball geworfen. Ja, das ist ein Spiel, bei dem man sich anrempeln darf. Und um vorwärts zu kommen, spielt man die Pässe nach hinten, so. Und au! Klasse, wirf rüber, ich will auch mal. Ja, ich will auch mal. Also gut, wir machen ein Spiel. Georg, Roland, Max und ich gegen Nick, Ludwig, Otto und Joachim. Und ich bin der Schiedsrichter, weil ich die Regeln kenne. Was hast du denn mit den Schultaschen vor? Damit stecke ich die Tore ab. Nicht nötig. Beim Rugby gibt es keine Tore wie beim Fußball. Bei diesem Spiel muss man den Ball hinter der Linie ablegen. Ja, das hier ist unsere Linie und eure ist da drüben. Das Spielfeld ist ja riesig, aber ich gehe nicht ins Tor. Blödmann, du weißt nicht mal, dass es beim Rugby gar kein Torwart gibt? Hast du Blödmann zu mir gesagt? Na und, hast du damit etwa ein Problem? Sag mal, spinnst du? Wieso? Das Spiel hat doch bereits begonnen, oder nicht? Schluss jetzt! Hört sofort auf, euch zu prügeln! Wir prügeln uns nicht! Wir spielen Rugby! Ja, Nick hat recht! Rugby? Beim Rugby wird der Ball geworfen und nicht gekickt, sonst wär's ja Fußball. Nein, du irrst dich. Beim Rugby darf man beides machen. Geschafft, Versuch. 5:0 für uns. Und warum kriegt ihr gleich 5 Punkte auf einmal? Weil das beim Rugby so ist. 5 Punkte für einen Versuch, 3 Punkte für einen Dropkick. Und durch Erhöhung erzielt man noch 2 weitere Punkte. Klingt eher nach Mathe. Ich verstehe nur Bahnhof. Macht dir nichts draus. Eure Mannschaft verliert doch sowieso. Das werden wir ja sehen. Jetzt zeigen wir es euch. Nicht so schnell! Lass den Ball los! Auf keinen Fall! Seht mir mal alle tief in die Augen. Ihr hört sofort mit dem Rugby auf oder ich nehme euch den Ball weg. Wir können doch nach der Schule auf dem Bolzplatz weiterspielen. Einverstanden, aber vergiss nicht, wir führen 5:0. Ja, wir sind viel zu stark für euch. Das glaubst doch nur du. Außerdem sind wir am Ball. Ruhe bitte. Guckt ihn euch noch mal an. Nach dem Anpfiff kriegt ihr den Ball nicht mehr so schnell in die Hände. Wir machen euch fertig. Wenn ihr euch so sicher seid, schlage ich eine Wette vor. Was denn für eine Wette? Die Mannschaft, die als erste den Ball vor der Hütte auf dem Bolzplatz ablegt, kriegt 10 Punkte. Gut, abgemacht. Die Wette gilt. Bitte etwas mehr Ruhe. Nick kann ich nirgends entdecken. Und den Ball auch nicht. Wahrscheinlich traut er sich nicht raus. Aber er muss irgendwann rauskommen, wenn er nicht eingeschlossen werden will.
meiner Mutter sagen, dass ihr daran schuld seid, dass meine Brille verbogen ist. Dann kriegt ihr wieder Ärger. Du gemeiner Petzer. Wenn das so ist, darfst du auch nicht mehr mit uns Rugby spielen. Also los, verschwinde. Ihr kennt ja noch nicht mal die Regeln. Da kommt er auf eure Plätze. Hey, wo rennt ihr denn hin? Seid ihr bereit, Jungs? Aufgepasst, er kommt. Panik, sie haben noch längst nicht gewonnen, auch wenn sie den Ball wieder haben. Wir laufen hier lang zum Bolzplatz und schneiden ihnen den Weg ab. Schnell! Da drüben sind sie! Hier kommt ihr nicht durch! Das werden wir ja sehen! Na bravo, echt schlau von dir. Und wie finden wir den Ball jetzt wieder? Hey, wie viele Punkte bekommt der, der den Ball findet? Und wie kommen wir jetzt an den Ball ran? Ist doch ganz leicht. Hier wohnt Adalbert. Wir fragen ihn einfach. Ich glaube nicht, dass er ihn freiwillig rausrückt. Er ist bestimmt sauer auf mich wegen vorhin. Was wollt ihr denn schon wieder? Weißt du, es geht um unseren Ball. Er ist in den Garten geflogen und wir würden ihn gern zurückhaben. Verstehe, jetzt braucht ihr den gemeinen Petzer also doch noch. Sei nicht mehr sauer, ich hab's doch vorher nicht so gemeint. Ich gebe euch nur dann den Ball zurück, wenn ihr mir die ganze Woche die Schultasche tragt. Bei dir piept's wohl, bist du jetzt total übergeschnappt, du Dämmchen. Einverstanden, Adalbert. Also gut, ich lass euch rein. Wartet so lange im Wohnzimmer auf mich, ich bringe euch den Ball. Hier ist euer Ball. Danke. Ich hab ihn! Nicht so schnell! Fang ihn, Georg! Au! Jetzt hab ich ihn! Nein, ich! Ich hol ihn runter! Stopp! Aufhören! Die Mutter von Adalbert kommt! Schnell, helft mir, alles wieder aufzuräumen, sonst sag ich meiner Mutter, dass ihr das wart. Dann wirft ihr den Ball in den Müll. Und was machen wir jetzt damit? Dafür haben wir keine Zeit. Ich bringe ihn morgen mit in die Schule. Guten Tag, gnädige Frau. Aber was macht ihr denn hier, Kinder? Wir wollten alle gemeinsam für die nächste Klassenarbeit lernen, Mama. Ah, sehr gut, bravo. Setzt euch erstmal an den Tisch. Ich bringe euch dann eine kleine Stärkung und danach geht's an die Arbeit. Puh, das ist das Ende der ersten Halbzeit. Morgen früh geht's mit der zweiten Halbzeit weiter. Sag mal, was machst du denn hier, Franz? Was wohl? Ich warte auf Adalbert und den Ballalter nach, Eva. Hey, willst du meine Faust auf deiner Nase spüren? Na los, her damit! Hier bitte. Hä? Was soll ich damit? Ich will nicht deine Schultasche, ich will den Ball. Aber ihr habt mir versprochen, sie eine Woche lang zu tragen, wenn ich euch den Ball wiedergebe. Das soll Nick übernehmen und du rückst jetzt endlich den Ball raus. Ich habe die Luft rausgelassen und ihn in meine Schultasche gesteckt. So konnte ich ihn unbemerkt rausschmuggeln. Hä? Nein, das geht nicht! Bleib stehen, Nick! Gib mir die Schultasche!
Passt ja auf meine Schultasche auf! Ich hab ihn! Seid vorsichtig! Macht meine Schultasche nicht kaputt! Adalbert, wo ist denn der Ball? Aber das ist ja nix, Buch. Das ist gar nicht meine Schultasche. Stimmt, das hier ist deine. Geschafft, 10 Punkte für unsere Mannschaft. Ja, hurra. Ja, hurra. Gut gemacht, Nick. Und wie sollen wir mit dem schlappen Ding jetzt spielen? Vielleicht kann ich den Ball mit meiner Fahrradpumpe aufpumpen. Hey, guckt mal, hat mir mein Vater geschenkt. Klasse, ein Bumerang. Meine Brille! Hilfe! Hilfe! Ein Spiel ohne Rempeln, da gehen wenigstens meine Klamotten nicht kaputt.